das Verständnis, wenn man durch die Stadt läuft und Baustellen sieht und einfach mal realisiert, wie anspruchsvoll sowas eigentlich ist, das hat sich durch das Studium auf jeden Fall verändert. Ich bin Christian, ich studiere internationales Bauingenieurwesen an der Hochschule Mainz. Also im Bauingenieurwesen gibt es meistens keinen festen Lösungsweg. Man hat viele Möglichkeiten, Problemstellungen zu lösen. Das lernt man auch schon im Studium, diese Denkweise. Die Hochschule Mainz ist eher praxisorientiert. Also es gibt 9 Labore und Werkstätten, aufgeteilt auf die unterschiedlichen Fachbereiche. Man braucht Bahnhöfe, man braucht Krankenhäuser, man braucht Häuser. Aber es muss dann halt auch jemanden geben, der die Möglichkeit hat, sowas zu berechnen oder umzusetzen, dass man das dann auch nutzen kann. Mein Name ist Verena und ich studiere Bauingenieurwesen. Im Grundstudium geht es generell darum, das technische Verständnis zu schulen. Man lernt, wie Kräfte funktionieren, wie Kräfte in Gebäuden auftreten. Im Prinzip gibt es wirklich so einen Moment, wo man dann denkt, okay, jetzt check ich es einfach. Der Studiengang ist nicht sehr groß. Also im ersten Semester sind es schon teilweise um die 100 Leute. Aber in der Vertiefungsrichtung teilt sich das ja auf und dann ist man oft zu 10, 12 Leute. Das ist schon ein Lernen in Kleingruppen. Das Gute am internationalen Bauingenieurwesen ist, dass man auch mal mit Kollegen aus anderen Ländern zusammenarbeiten kann. Ich war in Schottland und habe da meine letzten Semester verbracht und auch dort meine Bachelorarbeit geschrieben. Das Forschungsprojekt, an dem ich gerade arbeite, liegt im Bereich Holzbau. Der Grundgedanke ist der, dass man forscht mit dem Holz, wie uns das einfach aus der Natur gegeben ist, und dann einsetzen kann jetzt im Bauwerk. Im Prinzip ist es auf jeden Fall möglich, dass du diese Hölzer als grüne Alternative zum Beispiel jetzt zu Stahl oder Beton auch einsetzen kannst. Was mich so antreibt, Bauingenieurwesen zu studieren, ist eigentlich, dass man einfach erschaffen kann und sagt, das habe ich jetzt berechnet und deswegen steht das Gebäude und fällt nicht zusammen.